ist doch geheim. Das ist geheim. In Berlin wurde der Verkaufsstart des Samsung Galaxy S5 gefeiert. Dieses neue Smartphone schauten sich auch viele Promi-Gäste an. Für die VIPs ist das Handy aus dem Leben kaum noch wegzudenken. Wir haben uns dazu umgehört. Das Handy ist natürlich mein alltäglicher Begleiter, gar keine Frage. Also man ist ja krank, man ist süchtig, es ist eigentlich fast schon bedrückend eigentlich, wie sehr man mit dem Handy lebt. Ich habe mal durchgerechnet, es gibt eigentlich keine 10 Minuten, wo ich nicht mindestens davon 4 am Telefon bin. Naja, heutzutage ist es so, dass das Handy so eine Art Multimedia-Produkt ist, wo man mit dem man Fernsehen schauen kann, man kriegt die aktuellen News runter, man kriegt die E-Mails, man muss nicht mehr auf die Post warten, sondern es kommt einfach direkt rein, was ab und zu schade ist, weil es ist auch schön, mal einen Brief mit der Hand zu schreiben. Aber das gibt's ja nicht mehr, eigentlich fast nicht mehr. Für Dschungelkönigin Melanie Müller kommt es auf die Größe an, zumindest beim perfekten Telefon. Bei mir muss es eigentlich auch immer das Neueste sein und das Schönste. Und ich bin ja mittlerweile so, je größer das Handy ist, umso schöner mittlerweile. Ich weiß, da gab es irgendwann mal so vor 5, 6 Jahren, umso kleiner das Handy, umso mehr Innenmauer. Und jetzt kann es nicht groß genug sein. Und ohne Handy oder zumindest ohne Internet-Handy würde bei mir gar nichts mehr gehen. Ich wäre abgeschnitten, total. Na dann wünschen wir viel Spaß mit dem neuen Handy und allzeit guten Empfang.